Willkommen zurück, Abenteurer. In unserem heutigen Guide tauchen wir in die Welt von New World ein und erkunden einige großartige benannte Gegenstände, die ihr im Open-World-Bereich alleine farmen könnt. Diese Gegenstände sind perfekt geeignet für frisch gebackene Level 60 Spieler, die ihren Rüstwert von 600 noch nicht erreicht haben oder noch nicht überschritten haben, die ihre Ausrüstung verbessern möchten. Ein besonders guter Fang ist die Antwort des Wächters, die von Wächter von Sartet fallen gelassen wird. Um die Antwort des Wächters zu erhalten, müsst ihr den Wächter von Sartet besiegen. Dieser mächtige Gegner mit 26.000 HP kann euch diese tolle Nahkampfbogenwaffe sichern und die Axt. Aber das ist noch nicht alles. Die Antwort des Wächters kann von 590 auf 600 Gearscore und höher aufgerüstet werden. Dafür benötigt ihr die sogenannten Schattensplitter, die nicht nur den Gegenstand von Episch auf Legendär aufwerten, sondern auch den dritten Perk freischalten. Bitte beachtet, dass die meisten Gegenstände in diesem Guide nicht best in Slot sind. Dennoch sind sie für Spieler, die gerade Level 60 erreicht haben und ihre Ausrüstung verbessern möchten, definitiv lohnenswert. Bevor ihr euch in die verschiedenen Expeditionen des Endspiels von New World stürzt, könnt ihr mit diesem Gegenstand euren Gearscore und eure Ausrüstung im Allgemeinen verbessern. Zusätzlich zu den Gegenständen in diesem Guide empfehle ich euch, so viele Haupt- und Nebenquests in der Schwefelsandwüste abzuschließen wie möglich. Die Belohnungen reichen von Gipskugeln über Schattensplitter bis hin zu legendären Waffen mit einem Gearscore von 600 bis 615. In diesem Guide aufgelisteten Gegenstände sollten nach einigen Versuchen beim Töten der jeweiligen Gegner erhältlich sein. Es sei denn, ihr habt Pech. Wie lange habe ich dafür gebraucht, um den Bogen zu farmen, fragt ihr euch? Ich habe den Mob rund 25 Mal getötet, mit einem Respawn-Timer für New World, der rund 6 Minuten lang dauert, und ich würde die Kampfzeit auf 1 Minute schätzen, und das macht dann zusammen 175 Minuten. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass ihr bei diesem Kampf Möbel gedroppt bekommt, welche euch dabei helfen, die Ahnen noch schneller zu besiegen. Außerdem erhaltet ihr weitere Herstellungsmods für eure Waffen und Rüstungen, für die Crafter unter euch. Wo findet sich der Wächter von Sartet eigentlich? Ihr findet den Wächter von Sartet in der Schwefelsandwüste. Um genauer zu sein, wenn ihr euch zu Neu-Korsika-Stadt teleportet und diesen Weg hier entlang lauft. Jo Leute, das war's schon mit dem Video. Danke fürs Zusehen und falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.